Und dann tatsächlich kommen wir in Hamburg an. Dann geben wir mal Gas. Tut, tut. Die lange Fahrt. Okay, hat das jetzt Punkte gebracht? Ich habe es gar nicht gesehen. Aber egal, wir kriegen jetzt auf jeden Fall einen Haufen Sterne. Level 6 ist bestimmt jetzt definitiv erreicht. Vielleicht sogar Level 7. Brauchen gar nichts zu machen, die Richtung ist schon da. So, einmal wenden. Er macht schon automatisch. Er müsste jetzt nach links abbiegen. Sehr schön. Da guck doch mal, Hamburg der Hafen. Jetzt funktioniert doch die Textur. Also die Textur funktioniert. Das ist schön. Aber umsehen kann man sich während der Fahrt leider nicht. Geschafft und Level 7 erreicht. Verbinde den Bahnhof in Hamburg mit dem Bahnhof in Berlin. Für mehr Punkte benutze auf dem Weg drei Brücken. Du willst, dass ich drei Brücken benutze? Wow. Das ist wow. Ich muss ganz kurz nachdenken. Die kürzeste Strecke wäre natürlich Hamburg-Berlin direkt hier irgendwie zu verbinden. Aber um die drei Brücken mitzunehmen, da bräuchte man schon Ideen. Wir müssten mal schauen. Hier ist Berlin. Ja, von hier aus kann ich das dann nicht wirklich tun. Das heißt, wir könnten ja bis hier Richtung Dings fahren und dann einfach hier rübersetzen. Ich glaube, das tun wir auch. Das heißt, wir gehen irgendwie nach Wolfsburg. Ach, wenn ich hier nur ordentlich rauszoomen könnte. Hier ist Wolfsburg, sehr schön. Genau. Und dann setzen wir hier eine Schiene hin, die uns da lang führt. Und wir müssen, Moment, bevor wir was machen, wir müssen hier auch noch eine Gerade runtersetzen, sodass wir hier gerade runterfahren können. Genau, so, und dann haben wir ja jetzt angefangen, hier in Wolfsburg hier rüber zu bauen, damit wir eine Brücke schon mal drüber können. Dann müssen wir auf jeden Fall ein Stück weiter nach unten. Kriegen wir doch hin. Ne, das setzen wir nochmal zurück, weil ich weiß nicht, wie tief wir nach unten müssen. Deshalb gehen wir schon mal ein Stück hier. Zack, zack. Ich habe da schon ganz gerne die Übersicht. So, gehen wir mal direkt gerade über. Hier, guckt mal. Dann bauen wir hier nach oben. Ein paar Meter. Und dann sehen wir hier auch schon die Gleise. Sehr schön. Arbeiten wir uns mal ganz langsam aufeinander zu, ja, so wie alle Menschen aufeinander zugehen sollten. Damit haben wir jetzt die erste Brücke hier erreicht. Wir müssen dann die zweite Brücke hier in Leipzig irgendwie erreichen. Mann, die Elbe, hä? Die Elbe, liebe Freunde. Nicht die Elben, die Elbe, ja, ist Einzel. Okay. Bitte hier rüber. Nochmal hier rüber. Immer hier runter. Die Brücke ist überquert. Naja, zur Sicherheit setzen wir unten noch einen dran. Hier kommt dann eine automatische Wendung. Ja, die Geschichte nimmt eine Wendung. Und bei der Rücktour fahren wir dann hier geradeaus. Und haben da die Spray, Freunde. Nicht Spee, das Waschmittel, sondern die Spray. Ich kann da keine direkte Kurve bauen. Das ist natürlich jetzt doof. Na, so sparen wir doch wieder nichts. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber egal. Komm, räum das mal weg hier bitte.
Wir müssen Plan B wählen. Und damit hätten wir Berlin verbunden. Und theoretisch brauchen wir auch nichts weiter zu machen, als zu starten, Freunde. Er dreht und wir setzen uns zurück. Nein, wir lehnen uns zurück und beobachten, wie der Klorkzug tut, tut. Langsam aber sicher sein Ziel erreicht. Sehr kurvig, aber wir könnten natürlich, um einzusparen, können wir den Schienen wieder abreißen, weil die Sterne sind ja weg. Die können uns ja nicht mehr genommen werden, ne? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn wir wirklich ganz Deutschland verbinden, dass da unten rechts diese 700 Punkte oder die, dass wir mit der Anzahl von 700 Gleisen vielleicht Schwierigkeiten kriegen könnten. So, okay. Wir haben die erste Brücke überquert, sind jetzt auf dem Weg Richtung Leipzig. Brücke überquert, wir wenden einmal. Fahren dann gleich über die nächste Brücke und überqueren damit die Spree und treffen dann auch sofort ein in Berlin. So viel mehr Punkte gab es jetzt aber nicht. Passagiere von Berlin nach Hamburg. Danach bringe die Passagiere von Hamburg nach Berlin. Okay. Ja, steigen Sie schon mal ein. Wir prüfen das gerade. Okay, da haben wir hier die Kurve. Dann fährt er hier lang. Dann fährt er hier lang. Dann fährst du hier hoch. Wir müssen dich nur dann über Wolfsburg bringen. Ja, nicht direkt über Wolfsburg, aber... Okay, hier ist dieses, das kurvenreiche Gelände. Hier musst du dann aber gerade nach oben, weil wir wollen ja dann nach Hamburg. Okay, und da warten sie schon. Muss ich dann auf der Rücktour... Muss ich auf der Rücktour irgendwie noch was umstellen? Oder passt das? Hier fährt er gerade runter, das ist okay. Hier fahren wir geradeaus, das ist okay. Dann überqueren wir hier die Brücke, dann müssen wir hier nochmal umstellen. Und das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Wir geben Gas, Freunde. Wir geben Gas. Das ist eine Mission, wo wir eigentlich bloß die Weichen gestellt haben. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Und dann freue ich mich schon, dass wir demnächst in Leipzig einkehren werden. Das ist, glaube ich, in diesem Spiel der nächste Ort, der mir gelegen ist. Ja, man könnte das Ganze natürlich auch erheblich verkürzen. Also jetzt so inzwischen, ne? Aber Knork ist ja nicht unbedingt der Perfektionist. Also nicht so unbedingt. So, jetzt müssen wir hier gerade fahren, damit wir hier... Sehr schön, das funktioniert. Das funktioniert. Ich bin ja fast schon begeistert. Es ist aber meiner Meinung nach ein riesiger Umweg. Was steht denn eigentlich hier drüben? Nichts sehe ich hier. Wäre es nicht auch einfacher, wenn wir jetzt hier die Strecke einfach hier runtersetzen? Aber wir wollen ja Gleise sparen, ne? Das heißt, wir fahren einfach wieder zurück. Vielleicht müssen wir auch gar nicht sparen. Ich meine, wir haben jetzt nicht mal ein Viertel, ne, der verfügbaren Gleise. Und wir haben schon mindestens halb Deutschland miteinander verbunden. Mindestens. Na und die... Manche fahren halt gerne Zug. Und da kann die Strecke ruhig ein bisschen länger sein, als eigentlich gedacht. Wir sind ja nicht in Eile. Wir machen hier tatsächlich Sightseeing-Tour. Wir schauen uns die Landschaft an. Genießen die Vögel. Die Kühe. Und ja. Solche Dinge halt. Das sieht gut aus. Die Zielgerade.
Haben wir es geschafft? Alle aussteigen, bitte.